Nee, du fängst an. Ich will aber nicht immer anfangen. Ich fang doch immer an. Nee, ich stehe schon im Vordergrund. Oh Mann, ja dann moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together von New Super Mario Bros. Wie hier zusammen Dave Danielson LP und... Reggie LP. Genau, okay, dann haben wir das geschafft und jetzt machen wir Schnitt und Ende. Reicht für heute. Jo, okay, bin ich dafür, also dann tschüss, ne? Oh, tschö. Nein, natürlich geht's weiter. Auf geht's. Und heute versuche ich mal nicht so zu schreien wie in den letzten paar Parts. Wie eigentlich in allen Parts. Du schreist doch immer. Ich bin immer in der Ruhe selbst. Ich hab doch gesagt, in diesem Part versuche ich mal nicht so zu schreien. Ach, jetzt fängt das damit wie an. Da setzt man sich aber hier doch mit Ratze verkackt, oder? Ja, dem Ratze auf der Fratze. Oh. War doch immer so. Hui. So. Da ist übrigens noch ein Yoshi, falls du den haben willst. Wo? In der Wolke. Wusste ich. Wusstest du? Ja, natürlich wusste ich das. Ich wollte dich nur testen, ob du aufpasst. Ob ich aufpasse? Ich kenne das Spiel besser als du. Ich habe meinen Yoshi fallen lassen. Au, der macht mich platt. Da hast du. Ich hab. Warum macht mich der kaputt, du? Weil... So Scheiße. Da brauchst du nicht zu meckern. Du bist vor mir gestorben, ja? Also. Was ist bald? Irgendwie ist das Kacke, das Level zu zweit. Los, komm, gib Gas. Ich habe gerade nur überlegt, was wir nehmen könnten, weil mit einem Minipilz könnte man definitiv weiter und höher springen. Naja. Dafür bist du halt mit einem Schlag bist du tot. So, die Dicken fallen runter, ja? Die Dicken fliegen runter. Die super, kleinen... lass meine Feuerblume auf dem Ding da drauf. Gern geschehen. Ich weiß nicht, was du hast. Die sind doch ganz süß. Hauptsache, wir überleben das Level mal. Na komm doch. Ja. Hallo, hey. Oh, ja klar, du Sausack. Na komm. Oh Mann. Hup, 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 hup. Hey, Leben, meins. Wuhu. Wo kam das Leben her? Wie komme ich da jetzt? Ja, in Notfalls machst du dich in die Blase. Nee, wir haben ja im letzten Part schon gesehen, was dann passiert. Oh Gott, wie ich sowas hasse. Entschuldigung! Ja, das war mal Flugakrobat, aua. Wo bin ich? Du bist weit oben. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib du stehen, bist bleib gut. Stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Du bist gut mit bleib mal stehen, siehst du? Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib. Ach, da war ja noch einer, warum bin ich nicht runtergefallen? Weiß nicht. Oh, bleib mal stehen, 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 bleib mal stehen. Ah, super, hier mal ein bisschen Bärplatz. Ich bin genau zwischen die Lücke durch. Warum fallen die jetzt runter? Ah, wo grad sagen. Die fallen einmal ganz kurz runter, weil du drauf springst. Kann ich da drauf? Das ist Physik. Da kannst du natürlich drauf. Sollte ich vielleicht auch um das Leben so holen? Das krieg ich, das krieg ich, das krieg ich, das krieg ich nicht. Fall da nicht runter. Moment, da bin ich. Wuhu, was krieg ich hier? Weiß ich nicht, auf jeden Fall kämpfe ich hier um mein Leben. Nicht nur du. Hui, nein, nein, nein. Bleib bloß am Leben, bleib bloß am Leben, bleib. Oh. Du bist gut, du schubst mich hier runter. Geht doch alles. Oh! Hat man gesehen. Ich würde sagen, hier ist es schwer zu verrecken. Hoffe ich zumindest. Ich falle da bestimmt gleich voll zwischen. Ui, wo bin ich? Da bin ich. Oh toll, das Leben habe ich natürlich nicht gekriegt. Scheiße, ich dachte, ich krieg die Münze. Nein, kriege ich natürlich nicht. Oh, war das knapp. Ah, komm. Oh! Überleb das bitte. Wie denn? Verdammt, dabei waren wir doch schon am Festland. Na, scheiß Level, ich mag's nicht. Wollen wir mal versuchen mit dem Minipilz? Mach. Ich meine ja nur. Was haben wir denn zu verlieren? Leben. Ja, super. Jetzt verlieren wir auch so. Das Blöde ist, wir haben noch 13 und 10. Ja, aber wenn die alle weg sind, müssen wir die Welt von vorne. Warum haben wir so viele Leben? Gute Frage. Eigentlich sind wir immer nur verreckt. Hey. Wir können fliegen. Irgendwie ist das auch nur optisch höher, oder? Das ist nur höher, weil wir so klein sind. Da sieht man höher aus. Nö. Ja. Ich will mal wissen, wie das aussieht, wenn Mini-Mario auf einem Yoshi reitet. Vielleicht wird er zu Mini-Yoshi, ja. Oh, das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht echt bekloppt aus. So ein kleiner Punkt auf Yoshi. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nintendo, was macht ihr hier mit uns? Vor allem, was macht Dave gerade? Ja, ich komme gerade nicht hinterher. Das merke ich schon. Ich würde sagen, die Sternmünzen... Nee. Also, nee, dafür ist es mir auch ein bisschen zu tricky. Zu wow, tricky. La 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 la. Du darfst mich nur nicht runterschubsen oder ich dich nicht.
Das Schlimme ist mit den Wolken, man sieht ja gar nichts. Naja, deswegen ist es wahrscheinlich eine Wolkenwelt. Ja, dann schüttelt sie halt weg. Oh, One hat schon wieder ein Leben gekriegt. Ja, natürlich. Und, oh, da, ich hab was. Jedes achte Mal, wenn wir auf so ein Viech landen, kriegen wir ein Leben. Das ist ja... Alter! Deswegen haben wir so viele Leben, weil wir hier ständig verrecken und irgendwie vorher 5 Leben kriegen. Genau. Und ich bin gerade schon wieder voll in die Lücke rein. Pass auf, dass du nicht in die Lücke fliegst. Oh, super. Oder daneben springst. Das geht natürlich auch. Yay! Oh. Du bist voll auf meinen Kopf gesprungen. Stimmt doch gar nicht. Ach komm. Oh nein, nein, nein. Oh, war ja klar. Diesmal überlebe ich. Hoffe ich. Ich auch. Ah, bis hierhin habe ich schon mal geschafft. Spring mir nicht auf den Kopf herum, du. So, und damit... Ich habe schon wieder Leben eingesammelt, das ich nicht gesehen habe. Und schon wieder ein Leben. Das ist ja echt krass. Kein Wunder, warum wir so viele Leben haben. Das sollten wir doch öfters machen. Das ist ein krankes Level. Das ist nämlich eigentlich unser Trick. Wir können das eigentlich, aber wir wollen ein paar extra Leben absahen. Genau. Ja, da ist kein Flügelvieh. Wie immer die Viecher heißen. Ja, wie heißen die Teile? Ja, der Nintendo-Freak. Irgendwas mit... Au, Käfer. Oh. Also Bug. Sind einfach Bugs im Spiel. So. Hätten wir die obere Röhre erreichen müssen, um irgendwas zu kriegen? Ist mir egal. Das ist nicht immer egal, eventuell. Ach ja, da wären wir einfach nur oben. Warte mal, schaffe ich. Ich wollte gerade sagen, da können wir auch ja, da können wir uns ja auch gegenseitig hochgeben. Nur Sprung auf den Kopf. Siehst du, ist doch total billig. So, perfekt. Bäh. Oder auch nicht. Deswegen. Cheater. Oh. Wir haben es geschafft? Ja. Nicht schlecht, und das schon innerhalb von 7 Minuten. 7 Minuten? Ja, aber wir haben es ja, glaube ich, letztes Mal mit Ratze schon irgendwie 5-mal verkackt, oder? Ja. Ja. Aber das war nur, weil Ratze dabei war. Ja, der Ratze, der blockt nämlich den. In dem Fall nochmal Grüße an Ratze. Ja. Haben wir nicht vergessen. So, und jetzt überlegt ihr, wollen wir das Schloss von Anfang an machen und dabei 50.000 Mal verrecken oder wollen wir gleich zum Endgegner? Und dabei... Komm, wir verrecken. Was? Komm, wir gehen verrecken. 50.000 Mal oder einmal? Ja, los, komm, versuchen. Was denn? Ja, verrecken. So, unten kaputt und so. Unten kaputt und so. Ah, Mann. Das ist eine super tolle logische Erklärung. Okay. Okay. Oh. Dann stirbt mal schön. Was geht denn hier? Bohrer. Zahn. Hört sich an der Nase hier. Mit dem Bohrer. Das könnte ein bisschen schmerzhaft sein. Oh, kommt auf die Nase an. Also wenn es so eine große ist, dann nö. Aber das sind sogar zwei, die Nasenlöcher. Ja, du wirst sehen, hier kommen noch mehrere. Also so viele Nasen können hier nicht. So, du stirbst. Kann ich dir nochmal, ach, wollte gerade sagen, die Stampfattacke machen. La, 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 la. Ja, das war ja so klar, dass ich in dem Moment losspringe, wo die Dinger zusammengehen. Das ist normal. Ich warte allerdings noch einen kleinen Moment. Super, ne? Das ist ein Riesenknochentrocken. Der bringt einen sofort um. Es sei denn, man springt drauf. Aber ich springe natürlich einfach rein, das ist, Komm, wir machen mal Doppelstampfattacke, damit er da unten kaputt geht. Eins, zwei, drei. Bam! Und weg ist er! Ich sterbe. Lauf! Oh. Lauf, du bist gut! Das war so klar. Das war einfach klar. Ja, ich ging einfach nicht, sonst wäre ich in den Bohrer reingerannt. Oh. Na gut, ich hätte es doch schnappen sollen. Also, sonst halt wäre ich in den Bohrer, bam, rein. Hat jetzt nicht so viel Unterschied. Oh ja, danke. Diese scheiß Hammerbrüder. Das ist ein Sumo-Hammerbruder, ja, also. Was habe ich denn da gemacht? Das war, weil der auf... Der ist gesprungen und die Eruption in der Erde hat dich zum Zittern gebracht. Aber hörst du mal auf! Ich werde nicht... Wow. Das war sehr, sehr, sehr klar. Das hat mir den Rücken massiert. Hast du den Rücken massiert? Oh, ob das Schürfwunden gibt? Ich weiß ja nicht. Oh nein! Was tust du denn? Du bist echt nicht gut in diesem Spiel. Oh, wow. Leben, wie ich habe. Kann ich mir das erlauben? Ja, ich helfe dir ja schon. So. Hier, nimm die Flower Power. Ach, hier geht's hoch. Oh. Und durch da! Stirb! Wow.
Das habe ich mitgekriegt. Das habe ich vorhin schon gesehen. Okay, jetzt müssen wir richtig rennen. Jupp. Los! Das schafft man einfach nicht. Ich weiß nicht. Du hättest da doch blocken, stoppen können. Hätte man? Ja, ich glaube, der eine Bohrer da, wo ich drunter stand. Ach so. Hätte man stoppen können, wenn ich nicht durchgerutscht wäre. Willst du mich da jetzt gegenschmeißen? Nein, durch, aber irgendwie warst du zu schlecht. Ich war zu schlecht. Ich hatte zu schlechte Flugeigenschaften. Ja. Deine Aerodynamik ist für den Arsch. Komm, sagt der dicke Klempner. Puh, dann will ich auch nicht mehr. Ah, ich kann nicht mehr. Nein! Oh nein, das ist übrigens der schlimmste Endgegner meiner Meinung nach in dem Spiel. Super, und ich hab noch nicht mal einen Pilz. Du mich unbedingt da durchschmeißen musstest. Das wird lustig. Ey, was war dir lieber? Entweder von ihm getötet werden durch einen Hammer oder getötet werden, weil er auf dich drauf springt? Na, ich weiß nicht. Klingt eigentlich alles ein bisschen doof. So, jetzt müssen wir gucken, wo er auftaucht. Stirb. Aber dafür muss man hier nicht so seinem Panzer ausweichen. Na, wo was sagen, er trifft uns doch eh nicht mit seinem dummen Panzer. Ja, super. Das ist jetzt kacke, wenn er jetzt hier runterkommt, ne? Ah. Oh, what? Wow. Alles klar, ich save. Also zu zweit geht er definitiv leichter als alleine. Ich habe den ja einmal alleine gemacht und da war der voll fürchterlich. Du kannst jetzt übrigens immer noch sterben, ne? Achtung! Hui! Verdammt! Das war nicht dein Verdienst! Das war überhaupt nicht dein Verdienst! Meins! Mein Schatz! Egoist. Naja. Komm, ohne mich wärst du verreckt. Aber sowas von. Ich wäre noch einmal in den Abgrund gefallen, ja? Ja. Wäre jetzt nicht beleidigend. Wie jetzt? Du kannst kupisch? Ja, klar. Ist ja jetzt nicht so schwer. Hm, wie man es nimmt. Oh, die Peach springt einfach nicht vom Schiff. Mein Gott. Stimmt, eigentlich. Es sind Wolken. So viel kann nicht passieren. Da sind wir. In der letzten Welt. Oh. Da wenigstens ist es hier schön warm. Sollte schon wieder eine Andeutung auf meine Heizung sein? Ach nee. Okay. Okay, ein Level schaffen wir den Partner. Bevor ich es vergesse. Wenn du so lange redest, schaue nicht zurück und laufe nicht zurück. Und versuch nicht die lustige Wolke anzufassen. Die lustige Wolke. Ja, die lustige Wolke. Die lustige. Diese lustige Wolke. Das ist doch keine Wolke. Das ist eine Wolke. Ach, da oben. Nix da oben. Hier unten und alles unten. Oh, Meteorit. Da, siehst du? Lauf einfach. Och, nö. Ich hasse solche Level. Time Run? Ja. Oh, oh, das tut mir jetzt aber leid. Mit, au. Ja, das tut mir jetzt aber auch leid. Was denn? Fußbodenheizung. Und damit wären wir schon wieder bei einem der ersten Parts aus dem Let's Play. Ach, meine Güte. Oh, fuck. So schwer kann das doch gar nicht sein, dieses Level, oder? Es ist wahrscheinlich deutlich einfacher, wenn man sich nicht gegenseitig im Weg steht. Nein? Oh mein Gott, eine Lavasäule. Lavasäule, stirb! Es geht einfach nicht. Ich kann die Lavasäule nicht wegmachen. Es tut mir leid, jetzt ist sie weg. Ja, du hast Feuerblume, schieß auf Lava, ey. Ohne Witz. Ja, was denn? Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Noch nie gehört? Boah, oh, er hat ein Sprichwort eingebracht, das sogar sinnvoll war. Yay, yeah, nicht schlecht, toll. Nicht schlecht. Oh Mann. Oh, irgendwie hast du Talent dazu. Da kommt Lava, geh weg! Fujiyama! Oh oh. Lande doch gleich wieder. Oh, wieder so ein Brocken. Ja! Hey, lauf durch! So, nee, Luigi. Ah! Das war mit Absicht natürlich. Das auch. Warum? Naja, zumindest war da die. Na, wir haben zumindest einen Checkpoint da gekriegt. Checkpoint. Oh yeah. Das heißt Pilz. Ah, komm. Also Mini-Pilz wäre in dem Level, glaube ich, tödlich. Na, Eisblume glaube ich auch. Let's go! Hä? It's a pasta. Schützen sie? Ja, super. Ja, natürlich schützen die. Was denkst du denn? Denkst du, die sind nur zum Spaß da? Ja. Ah, das war warm. Die gehen übrigens unter, falls du es mitgekriegt hast. Das habe ich auch gerade gesehen, als ich schon fast unten war. Oh oh. Jetzt kommt ein Scheißteil.
Ei! Ja, es ging nicht mehr. Ach, Mann. Hey, bringst du mir was? Oh, ja. Ach, komm. Schaffe... Au! Au, 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 au. War ich einfach irgendwie diesen komischen, super tollen, lustigen Stein aus und ich glaube, wir verrecken jetzt, weil die Wolke kommt. Das reicht noch. Entweder kommt die Wolke oder wir springen voll fett in die Lava. Eins von beiden. Nein. Ich habe den ersteren, den zweiten Weg gewählt. Den zweiten, jo. Ah, Steine des Verderbens. Nehmt euch in Acht. Ein bisschen springen. Ja, sagen, ein bisschen springen. Oh ja, 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 klar. Und voll fett in die Steine. Oh ja! Der letzte Gegner tötet einen noch. Ah. Okay, weitermachen wir aber beim nächsten Part. Also, bis dahin. Tschö mit Ö. Und tschö so. Mit Ö? Ja, tschö mit Ö. Tschüss, bis denne. Irgendwann. Ja, bis später. Grüß Peter. Ciao. Tschüss.